B1.5. Bestätigen Sie durch Rechnung, dass für den Flächeninhalt A der Drachenvierecke ABNCDN in Abhängigkeit von der Abszisse x der Punkte BN gilt, a von x ist gleich minus 2,5x² plus 25x Flächeneinheiten. Okay, was soll man machen? Flächeninhalt berechnen und zwar in Abhängigkeit der Abszisse x der Punkte BN. Okay, Flächeninhalt eines Drachenvierecks, da wäre es erstmal sinnvoll, vielleicht nach der Flächenformel des eines Drachens zu suchen. Finden wir auch eine Formelsammlung, ist 1/2 mal e mal f, also 1/2 mal die Länge der Diagonalen miteinander multipliziert. Jetzt ist die Frage, bringt uns das irgendwie weiter? Die Strecke AC können wir zwar noch ausrechnen, aber die zweite Diagonale von BN nach DN wissen wir jetzt eigentlich gar nichts. Das heißt, gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit, wenn diese Form erstmal nicht funktioniert? Ja, natürlich gibt es eine. Nämlich, wir können dieses Drachenvieh einfach in zwei Dreiecke zerlegen, nämlich ABNC. Und das zweite Dreieck ACDN ist ja genau gleich groß, weil AC die Symmetrieachse ist. Also, behandeln wir ABNC als Dreieck. Und schauen uns nach, wie können wir das berechnen. Gibt es 1/2 mal Grundseite mal Höhe? Ist aber das gleiche Problem wie bei den Diagonalen. Die Grundseite AC zum Beispiel können wir nehmen und berechnen. Die Höhe darauf, also sowas, haben wir leider nicht gegeben. Achtung, wir dürfen auch nicht von diesem rechten Winkel aus argumentieren, weil dieser rechte Winkel ist nur dann da, wenn B1 hier bei 6 liegt. Ja, aber jetzt haben wir die Punkte BN, die können irgendwo liegen, zum Beispiel auch hier. Und dann gibt es hier keinen rechten Winkel mehr. So, wenn 1/2 mal Grundseite mal Höhe nicht funktioniert, können wir noch einen zweiten probieren. Es gibt noch drei Formeln für Dreiecke, nämlich noch 1/2 mal Seite mal Seite mal Sinus eingeschlossener Winkel. Da wir hier keine Winkelgrößen kennen, wäre das auch nicht besonders gut. So, die dritte Möglichkeit wäre natürlich die Determinante. Funktioniert immer im Koordinatensystem, dafür brauchen wir nur die Koordinaten von Dreieckpunkten. Wir kennen die Koordinaten von A, wir kennen die Koordinaten von C und die allgemeinen Koordinaten von BN. Ja, also hier müssen wir immer darauf Acht geben, dass wir hier die Koordinaten von BN benutzen. Die kennen wir ja auch. Somit ist es ohne Probleme möglich, mit Hilfe der Determinante das Flächeninhalt dieses Dreiecks ABNC auszurechnen. Dann verdoppeln wir es einfach und dann haben wir den kompletten Flächeninhalt des Drachens. So, wie funktioniert es bei der Determinante? Wir müssen uns einen Startpunkt suchen. Zum Beispiel den Punkt A. Bitte nicht den Punkt als Startpunkt wählen, der immer auf der Parabel, auf der Gerade entlang läuft. Ansonsten wird es unnötig kompliziert. Also, wir starten mit Punkt A und stellen jetzt die Vektoren zu den benachbarten Punkten auf, also ABN und AC. Erster Vektor, ABN, heißt Vektoren berechnen Spitze minus Fuß. Die Koordinaten, der Punkt, der an der Spitze liegt, sehen wir immer im Prinzip aus dieser Schreibweise. Da, wo die Spitze drüber ist, des Pfeils, das ist auch der Spitzpunkt. Und die Koordinaten habe ich im Prinzip gerade nochmal hingeschrieben. Achtung nochmal, wir brauchen die Koordinaten von BN und nicht von B1. So, x-Koordinate ist x, y-Koordinate ist 0,25x² minus 2x plus 2. Und das heißt Spitze minus Fuß, das heißt den Fußpunkt noch abziehen. Und A hat die Koordinaten 0, 2. So, rechnen wir es aus. X minus 0 bleibt x. Und 0,25x² minus 2x plus 2 minus 2. Plus 2 minus 2 hebt sich auf am Schluss, also fällt es raus. Als zweites brauchen wir noch den Vektor AC. Spitze ist der Vektor A, der Punkt A hat die Koordinaten 10, 7. Minus, jetzt Punkt A wieder abziehen, also minus 0, 2. 10 minus 0 ist 10 und 7 minus 2 ist 5. So, dann können wir schon an die Determinante gehen. Wer die vergessen hat, wie es funktioniert, finden wir auf Seite 44 der Formelsammlung. Da heißt es Flächeninhalt eines Dreiecks ABNC ist gleich 0,5 mal und jetzt hier die Determinante, ich schreibe es mal schnell ausführlich, ABN und AC. So, vielleicht noch kurz zur Erklärung, bei der Determinante ist natürlich wichtig, welcher Vektor kommt zuerst. Dafür müssen wir sich einfach nochmal das Dreieck anschauen und im Prinzip hier
in dieses Dreieck rein einen Pfeil entgegen des Uhrzeigersinns zeichnen. Da, wo dieser Pfeil startet, mit diesem Vektor starten wir auch, also das ist hier der Pfeil, der Vektor AB1, wo der Pfeil hier beginnt, dieser da, und der Vektor AC, da endet dieser Pfeil, also kommt er als zweites. So, da wir ja den Flächeninhalt des Drachenvierecks brauchen, schreibe ich das jetzt gleich wie folgt. A, B, N, C, D, N, also Flächeninhalt des Drachens, ist 2 mal, und jetzt im Prinzip 0,5 mal, also die Determinante, die setze ich jetzt gleich ein. Hier kommt der Vektor A, B, N, also x und 0,25x² minus 2x. Und dann kommt der Vektor A, C mit 10, 5. Klammer zu. Hier sieht man jetzt schon draus, 2 mal 0,5 hebt sich gegenseitig aus, auf, also bleibt nur noch die Determinante übrig mit x und 0,25x² minus 2x und im hinteren Teil 10, 5. So, und jetzt steht auch eine Formelsammlung drin, wie man diese Determinante auflöst, nämlich im Prinzip hier über Kreuz multipliziert, x mal 5. Minus, und jetzt der zweite Teil über Kreuz multiplizieren, 0,25x² minus 2x, Achtung, das muss man unbedingt in Klammern setzen, mal 10. Ansonsten würde ich nur die 2, minus 2x mit 10 multipliziert, aber nicht die 0,25x². So, jetzt noch ausrechnen und vereinfachen. X mal 5 sind 5x, und jetzt minus 0,25x² mal 10 sind minus 2,5x² und minus minus 2x mal 10 sind plus 20x und 5x plus 20x sind hier 25x. So, letzter Schritt. Wir überprüfen, ob es mit dem Zwischenergebnis übereinstimmt. Wir haben hier minus 2,5x² plus 25x. Und als Ergebnis haben wir auch hier minus 2,5x² plus 25x, also haben wir es richtig gerechnet.